Guten Tag, hallo, guten Tag, ja. Ja, wie geht's? Hallo, Leute. Let's test eventuell. Ja, Magica, Wizard Wars, ein Online-PvP-Rollenspiel, ich weiß es nicht. Ja, Rollenspiel kannst du natürlich tun, aber das wollen wir gar nicht. Das wollen wir gar nicht. Denn wir spielen uns selber. Genau. Das Rock Johnny. Ja. Und ich glaube, man kann sich sicherlich nach... Oh. Ne, wir nehmen das Blade. Welche Farbe? Aber ich bin für Farbe. Rot. Ich bin für Rot. Du bist für Rot? Ich bin für Rot. Ja, ich nicht. Toll. Weil Rot ist ja für... Das ist alles noch nicht... Coole Leute. Also nimm's nicht. Das ist uncool. Rot, sagst du? Mhm. Oder? Aber da du spielst, so du's aus. Nee, dann nehmen wir ruhig mal okay. Rot auch. Da hast du weniger Leben mit, aber eine höhere Zaubergeschwindigkeit, glaube ich. Sieht doch dadurch hübscher aus, ich nehme das. Ja. Schön, da haben wir das schon mal erledigt. Genau. Ja. Sie sehen im Hintergrund die schwarze Brücke der Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob das an der Beta liegt oder an der Aufnahme, ich weiß es auch nicht. Ja, also, das Spiel ist noch in der Open Beta, soweit wir das jetzt wissen. Ja, Beta-Build steht da. Engine ja. 18, genau. 391, Content 33156. Also, ich habe es zu Hause schon ein bisschen gespielt, Johnny jetzt noch nicht. Und wird es jetzt halt mal austesten, gucken. Aber was wir sind ja schon so auf gibt. Der Zauberschule gewesen, im Magica Story Modus. Genau. Und deswegen sollte das gar kein Problem sein. Deswegen gehe ich natürlich auch sofort schon mal ins Duell. Ins Duell, okay. Denn mich kriegt keiner unter. Ja, das Prinzip ist ein bisschen anders, aber. Das aber Prinzip nur ein bisschen. Ist genau gleich. Also braucht ihr euch vom Srock nichts einlehnen lassen. Halt die Klappe. Ja, halt die Klappe. Nein, wir müssen etwas ein warten, bisschen anders. Denn das Matchmaking, das suchen wir jetzt schon mal. Es muss natürlich einen anderen Zaubermeister heraus. Die sind alle auf Level 1, genau wie du. Nix Meister. Hello, my good friend. So, da haben wir uns schon mal begrüßt, also ich, ihn. Ja, da haben wir uns schon mal Freunde gemacht. So, Duell. Nobody puts Wizard in a corner. Lesson 1. Dance? Oh, du bist gleich schon tot. Tschüss. Ja, ups. Okay. Das ist ja schon mal ganz lustig. Und go. Du musst ihn angreifen. Hä? What the fuck? Wow. Okay, ich habe jetzt bald die Steuerung auch schon raus, denn soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Nee. Okay, dann lass ich's. So. Du denkst wohl, du kannst mich verarschen, Minion, hä? Hau den weg. Etwa fast Schaden. So, mein Freund. Oh, jetzt hast du ihn gleich. Oder er dich. Du kannst auch nur mit der rechten Maustaste. So, mein Freundchen. Auto-Attacks machen. Nahkampf. Ich hab das natürlich. Ja, aber das möchte ich nicht. Ich sag's ja nur. Zaut er dich weg. Scheiße. Ja, da hab ich mir ein Feuerschild gemacht, aber es hat scheinbar nichts gebracht. Gegen die Sterne des fiesen Bastard. Cocktail. Ja. Ja, ich würde sagen, du wurdest ziemlich zerstört. Da haben wir XP. Ja, aber ich habe am Anfang noch nicht gewusst, dass ich mich bewegen konnte. So, wir können uns ja gerade mal durchs Menü ein bisschen klicken. Ja, guck zum Beispiel da. Also hier hatten wir eben schon. Hier kannst du neue Zauber später. Schauen wir uns mal später. Die Magics an. Also wir haben Haste. Genau. Der Standard. Wir haben, was auch immer das hier ist. Ein Feuerspell. Ist ja super cool.
Das ist Wiederbeleben. Wir haben natürlich Revive, wie immer. Und den Meteor. Und Meteorschauer. Der Meisterspruch der Meisterlichkeit. Richtig. Auf späteren Level kannst du dir natürlich auch neue Zauber holen. Und ja, das ist das Geschäft. Da kannst du dir... Free to play, also natürlich gibt es... Pay to win. Nein, so schlimm ist es nicht. Ist es so? Du kriegst pro Spiel... Oder ist es nur für Customizer? Gold. Und damit kannst du dir natürlich... Nee, das ist tatsächlich nicht nur für Customizer. Unten siehst du auch, was es dir bringt. Guck zum Beispiel... Aber es gibt auch noch Kostüme, die kosten Geld, wie dieses. Und manche kriegst du dann für das In-Game-Gold, was du durch Spiele bekommst. Ich wäre ja natürlich so ein Grand Wizard hier. Ja. Oder... was wäre ich denn? Na, wir werden das ja nochmal weiter verfolgen. Genau. Vielleicht. Und ich möchte ein weiteres Duell, weil jetzt habe ich's raus. Mich kriegt keiner mehr unter. Denn es war ja auch schon ganz spaßig. Das war ungefähr so Brasilien-Deutschland. Du warst Brasilien. Naja, also nicht ganz. Es war ja 3-1. Ja, und ja, also im Vergleich. Nicht 7-1. Also, so schlimm war es auch nicht. Kann man jetzt mir nicht vorwerfen. Ah. Fuck you. Code Hackfish. Den kennen wir. Wie gesagt, Open Beta. Open Beta. Nee, aber der Code Hackfish ist, wenn der Gegenspieler Angst hatte, weil er weiß, dass das Rock Johnny wieder hier ist. Avast. Wie? Was sagt er? Gar nichts. Nichts. Der ist eingeschüchtert. Na klar. Los geht's. So, okay. Was mache ich als erstes? Go. Round 1. Fight. Nicht schlecht. Den Tipp wollte ich dir nämlich eben geben. Okay. Sollst du nicht heilen? Doch, guck hier. Ich helfe dir ein bisschen, weil der weiß ja nicht, wie es geht. Der haut dich mal weg. Oh, der jetzt haust du mich. Das war eine ziemlich dumme Aktion von ihm. So, mein Freund. Sehen wir dich in der nächsten Runde. Nicht schlecht. Ach, man kann jetzt auch so einfach nur irgendwo klicken und dann läuft der da sowieso hin, oder? Richtig. Das ist ja eigentlich ganz geil. Ja. Guck, dann kann ich nämlich jetzt hier hingehen. Und jetzt erstmal meinen perfekten Spell vorbereiten. Aha. Wow. Oh. Nicht schlecht. Der hatte natürlich nicht die perfekte Reichweite. Guck mal, er weiß gar nicht, was er machen soll. Nicht. Ah. Was macht das denn da? Huch. Wie mach ich denn AOE? Mit, gute Frage, probier's aus. Der ist noch nicht tot. Ah, guck mal, er hat's gelernt. Aber du willst. Ich glaube, mit derselben Taste, mit der du dich heilst, kannst du auch AOE machen. Ne, das ist ja auf sich selber, oder nicht? Versuch's dann. Ja, guck. Ey, das ist doch kacke. Ja. Hey, lass uns heilen. Nicht schlecht. Okay. Versuch da auch mal anzugreifen. Ne, du kürzt dich vielleicht selber. Das macht er eigentlich ganz, ganz schön, das gefällt mir sogar.
Der ist eher defensiv, dieser Junge hier. Ja, allerdings. Aber das gefällt mir, das... Gut. Noch ein. Nö, von weg. Oh, Double K.O. Das war aber sehr, sehr schick. Du hast übrigens auch dein Meteor. Ach ja, das hat man aufgeladen irgendwie. Rematch. Fight. Hä? Was war das jetzt? Ach, ich hab Revive gedrückt, oder was, auszusehen? Ja. Ich habe dich revived. Was sagst du dazu, mein Freund? Der lacht sich wahrscheinlich gerade ziemlich aus. Je länger das auflädst, desto stärker und desto weiter geht's. Alter Schwede. K.O. So, mein Freund. Ja, das war ja klar. Und nun werde ich das Ganze beenden. Indem ich auf mich selber ein Feuerschild lege. Oder, nee, warte mal. Huch. Ich habe eine bessere Idee. Du heilst dich. So, mein Freund. Oh, hat auch die Idee gehabt. Mach deinen zweiten Spell. Nee, ich mach das Ganze hier. Schade. Sehr zügig. Und mach es gut, mein Freund. Destroyed. Das war ganz interessant. Ja. Hat mir sehr gefallen. Ja, war ein ziemlicher Augenkrebs, aber war okay. Dann, ja, halt mal. Halt du die Schnauze bitte, ja? Ach ja, Continue muss ich drücken. Yay! So, habe ich sehr viel XP gekriegt. Ja. Aber jetzt nehmen wir mal, testen wir mal was anderes. Das ist 4 gegen 4. Genau. Aber das letzte ist nur ein Training. Naja, ob wir das zeigen müssen, weiß ich nicht. Nee, das Training ist ja langweilig, eigentlich. Natürlich. Und hier geht's ja um Team Scheiß wahrscheinlich. Genau, Spawn Points. Mhm. Erobern und den Gegner erledigen. Also, ne? Gegner erledigen, ja, okay. Wie in einem MOBA-Game. Schau dir das mal an, wir haben 500 Gold-Dinger. Oh, und du brauchst 7500 für ein Item. Wie viel? 7500 für das erste Item. Für das erste Item? Also für die billigsten Items. Ja. Das ist etwas übertrieben. Ja, habe ich mir auch gedacht. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Wir haben eins zu wenig, das heißt, wir werden wahrscheinlich eh wieder rausgekickt werden. Ich schreib's gerade nur im Team übrigens. Ja, meinst du, ich schreib den Idioten da? Achso, nee, das bin ich ja. Richtig. Den Idioten da. Ja. Ich mach das manchmal. Manchmal gibt's sogar eine Antwort. Komm, jetzt mach ich mal Global Chat. Hab ich vorhin auch nur im Team geschrieben, deswegen haben die mich geantwortet, oder was? Nein, das war tatsächlich. Also im Dual Team, für mich selber so. Genau. Ach, das sind wir, ne? Nein, wir sind der Zweite. Achso, plus 10 Feuer, minus 10 Arcane. Genau, diesen Stab habe ich auch schon erworben. Achso, ich dachte, das wäre diese Feuerrobe hier. Nee. Ich sehe Code Marlin. Ja, das Matchmaking ist scheiße. Aber nicht so schlimm wie Modern Warfare 2. Aber schlimmer geht's auch nicht. Und deshalb sind wir geduldig und warten. Schlimmer geht's nicht. Dann hast du noch nie League of Legends gespielt. Wunderbar, komm, da sind wir auch schon. Yes. Okay. I shall prevail. Schreibt man das wirklich so? Ist mir scheißegal. Eher nicht. Bist du sicher? Ja. So, habe ich schon mal getestet, ob es... We have captured the spawn point. Ja, du kannst deine eigenen Leute angreifen. Genau, das habe ich getestet.
Wir müssen jetzt hier für, nein, ihr müsst die Gegner erledigen. Ach, wir haben das nur im Ketchup oder was? Genau. Am schnellsten ist es vorbei, wenn alle Spawnpointer euch gehören und alle Gegner besiegt sind, weil dann können sie ja nicht mehr spawnen. Vergiss nicht, dass du mit so einer Barrier die Strahlen reflektieren kannst. Ja. Mit E. Das brauch ich ja gar nicht. Ich lebe ja noch. Doch, ich bin jetzt der Healer. Ja, aber doch nicht die Gegner. Das ist aber ganz schön brenzlig hier. Da muss ich sagen, das finde ich gar nicht so schön. Ach, Mist. So läuft ja schon fast gar nicht mal so scheiße. Naja. Meine Barriers sind immer noch hier. So. Dann laufen wir mal weiter. Gut. Barrier. Yeah. Ja, ja. Guck mal, der checkt das nicht. So. Macht Spaß. Das glaube ich dir. Kann man auch Steam machen? Ja. Hm? Das kann ich übrigens auch mal so. So. Heilen wir den. Heilen wir uns mal beide so. Sind wir auch beide wieder bereit? Gut, wenn er das zeiten kann, dann. Das wird euch aber in der Nase rum. Ja, das macht ja nichts. So. Unten links sind auch übrigens die Anzahl der Spawns, die beide Teams noch zur Verfügung haben. Ja. Aber wir gewinnen doch, oder nicht? Ja. Ihr habt ein paar mehr. Kannst auch Hast aktivieren. Nein. Da. Mit das der 1. Das will ich aber nicht. Wenn, dann mache ich ASF, aber so, so nicht. So, das war's. Glückwunsch zum ersten Sieg. Ja, war ja nichts. Im 4 gegen 4. Schauen wir mal. Du warst der Schlechteste. Schön. Ich sehe schon, als Assister kann man kein Living machen. Da kommt man nicht weiter im Leben. Nope. Also, liebe Kinder, wer anderen hilft, der verliert im Leben und ist nichts wert. In diesem Spiel, sagen wir es so. Nee, auch im echten Leben. Okay, auch im echten Leben. Also seid immer auf euch selber fixiert. Und tut immer nur das, was euch gerade gefällt. Denn so kommt man weiter. Und wie wir das jetzt auch hier gesehen haben, helft niemals einem anderen, denn sonst er wird kriegt euch keine nur den Kill klauen und ihr kriegt keine Erfahrungspunkte und kommt nicht weiter. Auch im echten Leben nicht. Also, wenn ihr so eine schöne Robe haben möchtet, oder jede Menge Ringe,
dann tötet die Leute, die von euren Freunden schon geschwächt wurden. Dann könnt ihr irgendwann sowas hier haben. Oder sogar eine Pistole. Kann man den Ring sehen? Nee. Schade. Nein, der macht nur Kling. Hübsche Alter, das ist ein geiler Stab. Ich hab den zweiten von rechts. Den hier? Ja, aber ich finde den hier geil. Das ist so ein Illuminati-Stab irgendwie. Wisst ihr nicht? Ja, irgendwie schon. Oder der ist auch cool. Aber ich bin ja nicht so der Eismensch. Und auch nicht der Feuermensch. Gandalf-Stab. Der ist auch cool. Ist ja nicht so. Nee, nö, nie, na, no. Nee, nö, nie. Yay! Okay, gut, wollen wir noch was spielen? Eine Runde machen wir noch. Machen wir eine Runde Wizard Warfare? Ja. Na gut. Dann schauen wir mal. Wie lange nehmen wir auf? Ach ja, wird eine kurze Runde, aber ist gut. Oh. Das soll ja auch so sein. Ganz genau, ist ja nur ein Let's-Test. Ein Tester, ja. Ein Test. Wir haben es somit getestet. Du kannst ja jetzt schon mal was darüber erzählen, wie du es findest. Also, eigentlich so für zwischendurch finde ich es ganz witzig. Die Steuerung ist ein bisschen mehr casual, ne? Ja, das stimmt. Lange würde ich das jetzt nicht spielen. Also, es ist natürlich in der Open Beta und wird dann höchstwahrscheinlich auch noch verbessert werden, aber so, nee, also für längere Spielsessions ist es nichts, meiner Meinung nach. Also ich mache immer zu Hause 2-3 Runden und habe schon keine Lust mehr. Okay. Aber das Positive ist natürlich, dass die Runden auch sehr kurz sind, also für zwischendurch ist es wirklich mal perfekt. Ja, das ist ganz lustig. Ich muss auch sagen, es sieht lustig aus. Ja, es ist halt wie im Magicka-Style, ne? Ziemlich also cool. Aber es wird halt auch schnell langweilig, weil es ja, nicht viel Abwechslung bietet. Deswegen habe ich da die Hoffnung, dass sie das nach der Open Beta dann noch anpassen. Aber naja, schauen wir mal. Aber das Spiel ist ja auf einem guten Weg. Und du bist recht tot. Ich hätte vergessen, wo Heal ist. Ich hab die ganze Zeit Schilde gemacht. Ja, das passiert mir auch manchmal. Äußerst seltsam. Aber es ist ja ein Spawnpoint. Und so soll es ja nicht sein. Denn wir haben jetzt gleich auch schon wieder aufgeladen. Fiesling. Oh, dein eigener Mann hat dich gerade getötet. Ich lebe noch. Nein. Schön. Den Spawnpoint soll sich auf jeden Fall beschützen. Oder einen weiteren einnehmen. Das leckt gerade ein bisschen. Was soll das jetzt? Schon wieder? Ja, das hat dich ziemlich zerstört. Ne? Ich finde es nicht sehr schön hier. Naja, du hast wenigstens einen Kill, aber das war dein Teammitglied. Ja? Ja. Das ist gut. Geht so. Du hast gerade selber entzündet. Aha, also die Steinwand reflektiert auch Feuer, oder was? Oh. Das ergibt Sinn. Wie im echten Leben. Ich bin leider tot. So. Und leider lebe ich wieder. Well, I guess the enemy won't spawn over there anymore. Ist das Kacke alles? Meteoriten! Okay. Was ist das jetzt denn? Was war da denn los? 50 Tokens remain.
Wow, das Wetter war gerade ganz schön, ne? Macht ja nichts. Dammit! Er hat mich erwischt. Ja, der hatte gerade seinen Meteoritenschauer für einen Gegner erledigt und hat geused und hat ihn manchmal besiegt. Das freut mich. A spawn point was lost to the enemy. Das hört sich schon wieder nach Meteoriten an. Achso, nee, Assisten ist ja... dumm. Genau. Obwohl, so habe ich schon mal ein Spiel gewonnen. Ja, aber so machen wir das nicht. Nee, nicht auf dem Level. Ja, wir sind ja nicht crazy. Crazy. Oh, der gibt dir. Ja. Der ist nicht schlecht. Nee, das ist wieder mal, da sieht man es wieder. Auch in einem Zaubererspiel ist das Schwert deutlich stärker als der Zauber. Der hat AOE-Spells gemacht. Nee, der hat mich gehauen. Mhm. Wir waren diesen unter Spell seinem hat Schild. Gemacht. Echt, die ganze Zeit nur so? Ja. Ich glaube mit Arcane noch gemischt. Wow, hab ich nichts von mitgekriegt. Ja, siehst du mal. So? Arschloch. Na. Na gut, du hast jetzt natürlich zwei auf dir drauf gehabt, ne? Ja. Aber dafür sind doch AOE-Spells eigentlich. Eigentlich schon. Aber nur gut. Never mind. Das läuft das nicht ganz so gut für mich. Mm-mm. Wasser-Arcane finde ich ganz geil. Ist nicht? Cool, sieht doch geil aus. Ja, schon. Macht er Meteoriten. Was? Meteoriten? So. Hat, ja, ist nicht durchgekommen. Aber die Spellpoints sind weg. Ja, ich hab's noch nicht ganz verstanden mit den Spellpoints. Das ist ein bisschen komisch und seltsam. Naja, wie gesagt, je mehr Kills, desto mehr Spellpoints bekommst du. Und die Leiste wird ja unten angezeigt. Tja, aber die geht ja jetzt gerade weiter, warum? Ja, aber je mehr Kills du machst, desto schneller geht's nach oben. Huch, ist das ein Grafikbug der eine da? Der blaue. Ja. Huh. Ja, verloren. Er hat keine Spell Respawn Points mehr. Tschüss. Das war ja wow, fantastisch. 2-9. Nicht schlecht. Also eigentlich sehr schlecht, aber. Halt mal, guck mal, der hat 1-7. Ja gut. Aber der hat trotzdem mehr Punkte als du. Tja, selbstverständlich hat er mehr Punkte als ich. Denn naja. Die hat er sich mit Style erworben. Ja, dann sag doch mal deine Meinung zum Spiel. Fuck you, Scheißspiel. Erfinde erstmal eine bessere Steuerung. Ansonsten sehen wir uns nicht mehr wieder. Schon Life Crystal, ist mir doch scheißegal. Ja, diese Kristalle braucht ihr, oder du, um neue Zauber freizuschalten. Ich will aber gar keinen neuen Zauber, ich finde das Zaubersystem kacke. Da spricht der Frust. Nee, ich bin ja... Weißt du, das ist alles so ein bisschen simpler. Ne? Ja, das stimmt. So heißen also, ich als eingefleischter Meistermagier, ich finde mich damit nicht zurecht. Das ist wie so... Wie so eine Schallplatte und dann so eine MP3, weißt du? Ich kann diese simple Kacke, kann ich oder so Popmusik.
Ja. Weißt du? Ja, das ich kann diese simple Kacke, das ist mir viel zu simpel. Da sehe ich keinen Reiz drin. Ja, das stimmt. Ich spiele lieber die richtige Story von Magicka, wo ich dann so, weißt du, 6 Spells miteinander kombinieren kann und dann wunderbar so einen richtigen Meteor schauen. Nicht so ein Kack hier, sondern so ein richtiges Ding. Weißt du, nicht, wo du nur eine Taste drückst, sondern dann musst du hier schon Feuerstein, Feuerwasser, Stein, Feuer machen und dann kommt der erste. Ja. Und dann haut er auch richtig rein. Nicht so ein kleiner Dreck hier, wurde dann ein paar Mal AOE und dann bist du tot. Aber gut. Aber zum gesagt, Zwischendurch ist es ganz lustig. Zum Zwischendurch ist es ganz lustig. Und wenn man irgendwann auch mal gewinnt, dann ist es vielleicht deutlich geiler als jetzt. Ja, wenn man gut spielt, dann gewinnt man. Ja, guck mal, jetzt ist die Brücke des Todes weg. Das stimmt, der Grafikbug ist verschwunden. Wir sind happy, aber ich denke, die haben genug getestet. Ja. Und ja, ihr konntet euch jetzt ein Bild von dem Spiel machen. Ich würde es empfehlen, selber mal auszutesten, wen es interessiert. Und, ist ja Free-to-Play, also einmal reinspielen genau. Kann man auf jeden Fall. Richtig. Und die Performance ist ganz gut, die Grafik ist ganz hübsch. Ja, die Grafik ist halt magisch. War jetzt noch nicht mal auf dem höchsten, aber habe ich jetzt auch keinen Bock drauf gehabt gerade. Und das Duell ist auch schon mal was Lustiges. Dafür ist es schon mal wert, es zu spielen, denn das Duell macht ganz schön viel Spaß. Ja. Denn zwei Typen, die sich da versuchen, gegenseitig umzubringen, das sieht man nicht häufig im echten Magicka. Obwohl, außer bei uns. Weil wir versuchen uns auch dauerhaft umzubringen. Ja, das stimmt. Aber aus Versehen meistens. Na, natürlich. Also von dir aus Versehen. Ich versuche dich schon aktiv umzubringen. Ach so, wie jetzt? Was? Nee, ich meine... Egal. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Und testen Sie es mal selber aus. Adios.